Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Krass Torio 2. Letzte Folge habe ich ein bisschen viel gequatscht und bin nicht ganz fertig geworden. Deswegen machen wir in dieser Folge noch ein bisschen weiter. Wir werden noch ein paar Kommentare kommentieren, die sich über die letzten 3 Wochen angesammelt haben. Und damit ich nicht so schreien muss, gehe ich mal ein bisschen hier weg. So, machen wir auch direkt weiter. Letzte Folge haben wir damit geendet, dass wir herausgefunden haben, dass keine roten und grünen Signalkabel benutzt werden, wenn die Rubis was aufbauen. So, der nächste ist der Mike, der unter Folge 80 kommentiert hat. Und zwar, der große Laserturm ist so OP, frisst aber eine Menge Strom. 10 Türme und Strommasten hinterher und man macht jede Base in Sekunden platt. Also der große Laserturm, da können wir mal gucken. Können wir sowas schon basteln? Ich glaube, das ist der hier, Laser-Artillerie-Turm. Reichweite 32. Wollen wir so ein... Basteln mal so ein Ding. Habe ich... Nee, ich habe sowas noch nicht gebaut. Wir müssen ja mal testen, ne? Machen wir jetzt mal. Was brauche ich denn? Energiesteuereinheiten und KI-Kerne. Das habe ich eigentlich beides hier irgendwo. Hier haben wir das hier. Aber das ist alles leer. Warum? Wofür wird es gebraucht? Wir brauchen noch eine Maschine davon. Wie viele brauche ich denn davon? 6 Stück? Wer verbraucht die denn hier? Sowas hier verbraucht das. Da haben wir doch das, was wir brauchen. Wir gehen einfach klauen. Egal. So, KI-Kerne waren irgendwo hier unten. KI-Kerne. Es ist schon so lange her, wo ich die gebaut habe. Wo habe ich die gebaut? Hier. Oh. So. Dreimal Laserturm. 5-mal Laserturm. Wir machen 5-mal Laserturm. Und dann gehen wir mal Aliens Hallo sagen, würde ich sagen. So. Nächster Kommentar kommt vom Justi Lord. Wenn die Grünen kommen, hast du ein Problem. Ja. Also es kam jetzt schon vereinzelt mal so 1, 2 Grüne um die Ecke. Und die haben schon einiges kaputt gemacht, ne? Also ich sag mal hier, gerade in dem Bereich so, da brechen die locker durch. Also nicht komplett durch, aber die machen schon ein bisschen was Schrott und dann muss wieder aufgebaut werden. Wenn jetzt hier so eine durchgehende Linie ist, dann geht das so gerade. Aber auf Dauer ist das natürlich auch nichts. Aber wir können... Alter, bis wohin? Guck mal, wie weit wir schießen können. Ach, du ahnst es nicht. Junge. Was haben wir denn für eine Reichweite mittlerweile? Manuelle Reichweite 960 plus 1344. Übel. Das ist ja nochmal doppelt so weit, wie wir schon aufgedeckt haben. Überleg dir mal, wie riesig unsere Base ist. Und, oh, übel. Oh, Uran. Mineralisches Wasser. Irgendwann bauen wir mal so ganz weit weg einen Außenposten. Hier, wenn du auf der Karte so bist, dass hier der Außenposten ist oder so. Das wäre mal was Geiles. Bomb die doch einfach weg. Machen wir. Irgendwann. Irgendwann. So, weiter. Ich will die Kommentare jetzt eben mal durchziehen hier. So. Der O Yay, O, J, J, S, wie auch immer, anstatt den überflüssigen Stein zu Landfill zu machen, könntest du jetzt auch Materie draus herstellen. Das wäre eine Idee. Das wäre tatsächlich eine Idee. Das Ding ist nur, ich habe jetzt an so vielen Ecken eine Landfill-Produktion, dass wenn ich da jetzt überall Materie draus mache, das ist ja flüssig. Da muss ich, das ist glaube ich zum Transportieren ein bisschen
bescheiden. Schaffi schreibt, wow, 10-mal Werbung in 29 Minuten. Brauchst du Geld oder dreht YouTube jetzt ganz durch? Brauchst du Geld immer, aber tatsächlich liegt es an YouTube. Eieiei. 10-mal Werbung. Übel. So. Die Folge sollte heißen, die Nachbarn werden grün vor Neid. Folge 80. Frank, die Idee ist nicht schlecht. So. Kommentar zu Banished. So, Folge 82. Der Killer schreibt, wann machst du wieder Oxygen Not Included? Mal sehen. Weiß ich nicht. Ob und wann? Keine Ahnung. Mike schreibt, für das Endgame brauchst du deine Produktion, brauchst du von deiner Produktion mindestens das Zehnfache, sonst spielst du mindestens Folge 500. Ja. Schreibt der Fabian drunter, Endgame, ist das hier, ist das nicht hier das Ziel, den Teleporter zu bauen und zu speisen? Spacen? Ich glaube, er meint so spacen. Speisen. Oder reisen. Vielleicht meint er auch reisen. Teleporter, ja. Wahrscheinlich reisen. Also Teleporter habe ich noch nichts von gehört. Wird vielleicht kommen. Na, Endgame sind wir ja noch lange nicht. Wir sind ja von den Forschungen hier sind wir ja weit entfernt. Ganz weit. Ganz weit weg ist das alles. Können wir das forschen? Ne, da fehlt uns was für. Ah jo, die lilanen. Die haben wir noch nicht. Wir könnten das hier alles forschen, aber es bringt uns nichts. Und da 12k für rausballern. Vielleicht können wir das hier machen. 10k. Den können wir noch forschen. Anti-Beißer-Virus-Kapsel. Mach mal. Mach mal. So. Hey Luma, tolles Video. Danke dafür. Was sind das eigentlich für schwarze Flecken da bei deiner neuen Kupferverarbeitung? Fabian schreibt unter, denke mal, sind Ölvorkommen. Also Pump drauf und Ölzapfen. Da habe ich tatsächlich schon nachgeguckt und ja, es sind Ölflecken. Also du meinst dieses hier. Es ist tatsächlich einfach Öl, was ich überbaut habe. Aber aktuell sind wir mit Öl ganz gut. Von daher brauchen wir uns noch keine Gedanken machen, ob wir da irgendwas anzapfen. So, weiter geht's. Das war übrigens vom Sven Meier. Lieber Sven Meier. Danke dafür. So, Kasura schreibt, ich bin ein wenig enttäuscht. Ich dachte, du baust eine neue Schmelze mit den neuen großen Maschinen und erweiterst nicht nur. Naja, vielleicht kommt es ja noch. Grüße, Kasur. PS, du baust immer noch Solar. Stellst die aber nicht auf. Bauen wir echt noch Solar? Also ja, wir bauen natürlich Solarmodule hier. Wegen dem hier. Der braucht die halt. Aber aufstellen... Also ich sag mal so, mittlerweile ist der Solarstrom das Orangene hier. Also absolut nicht nennenswert. Das können wir hier unten komplett wegreißen. Wir können die Gaskraftwerke wegreißen, wir können Solar wegreißen. Alles andere machen die Dampfturbinen. Die bringen aktuell die Leistung. So, jetzt habe ich Alt gedrückt. So, Kasura, also es wird kommen, wir werden umbauen. Mach dir keine Sorgen. So, Nikolai schreibt, ich sag mal so, wie es ist. Und zwar die beste Schmelze in Krastorio im Endgame halt hart uneffizient. Die Rakete steigt. Ja. Ja. So. Sun2K2 schreibt 17 Minuten 7, doch geht. Mach einen Tank dran mit einer Pumpe, die Menge X was rauspumpt. Ah, pass auf. Pass auf. was sind noch so viele Kommentare? Ne, das machen wir jetzt.
Und zwar ging es darum, ich habe letzte Folge das Ganze hier umgebaut und habe überlegt, scheiße, ich kann ja gar keine Produktivitätsmodule reinmachen, weil das ist ja ein geschlossener Kreislauf. Der macht ja das Schmutzwasser wieder zu normalem Wasser und, ne? Weißt du, was ich meine? Dann daraufhin kam dann der Kommentar, mach einfach eine Pumpe dran mit einem Tank und pump raus, wenn so viel drin ist, ne? Habe ich dann auch gedacht. Dann habe ich hier vorne das auf Eisen umgebaut und habe hier eine Pumpe reingezimmert mit diesen, wie heißen sie, Flüssigkeitsverbrennern. Ich weiß ja nicht, wie man Wasser verbrennt, aber es geht. Und habe gedacht, okay, Tank eingestellt, 10k, Pump raus, weg. Jetzt ist es aber so. Und ich weiß nicht, ob es am Mod liegt oder am Spiel selber liegt. Achtet mal drauf. Ich mache mal jetzt hier den Ausgang weg. Seht das? Also immer, wenn die Produktivität einen fertig hat, kommt kein Schmutzwasser dabei, sondern nur das angereicherte Eisen. Das heißt, der produziert gar nicht mehr Schmutzwasser. Das ist ein geschlossener Kreis, der funktioniert. Der läuft durch, ohne Probleme. Aber ich habe Produktivität drin, deswegen ist das hier so aufgebaut. Also eine verdammt gute Sache. Ich weiß halt nur nicht, entweder liegt es am Mod oder es liegt am Spiel selber. Weil ich würde sagen, das liegt eher am Mod. Dadox, danke für dein Abo. 7 Monate. Nice. Nice, nice, lieber Dadox. Wir sind echt voll gelaufen. Alter. Hätte das gedacht. Wer hätte das gedacht? So. Auf jeden Fall, also dieser Aufbau hier läuft hundertprozentig. Hundertprozentig. Produktivität geht hier richtig steil. Ja, hier, das ist das, was ich meine. Wenn die Grünen kommen, die kommen zwar nicht durch, aber sie machen schon ein bisschen Trouble. Das ist schon, also dieser Aufbau hier läuft jetzt so, dass hier am Ende 2 volle grüne Bänder rauslaufen. Das ist schon was Geiles. Das sind 120 Stück die Sekunde, die hier rausgehen. Wobei nur auf der einen Seite sehe ich gerade, hier ist noch blau. Fuschtaler. So, jetzt haben wir 120 die Sekunde. Das geht schon gut. Also es puffert. Material haben wir am Start. Will nur die guten Schmelzen. Ich habe hier schon mal angefangen und geguckt, wie das, oder wollte gucken. Da gucke ich jetzt mal, was mit so einem Aufbau drin ist. 64,8 Herstelltempo. Das ist gut. Na, wir müssen mal schauen, wie wir das aufbauen. Die Wesselschmelze kommt weg. Hat ausgedient. Brauchen wir nicht mehr. Naja. Denk an die Laserartillerie. Achso, die haben wir auch noch. Bringt dieses Erzreinigen irgendwas? Naja, du machst halt das Schmutzwasser wieder zu normalem Wasser und kriegst noch so alle, keine Ahnung, paar Prozent mal ein Eisen dabei. Also dafür lohnt sich's nicht, aber du hast halt ein geschlossenes System, ne? Der Laserstrahl ist doch quasi der Ionenstrahl aus Command & Conquer, oder? Das kann natürlich sein. Ach, waren das Zeiten damals, die ersten Alarmstufe. Ach du Scheiße, das waren. Ah. So, wo haben wir die denn? Hier. Reichweite ist okay. Warte mal, wir machen mal kurz einen Aufbau. Ich laufe gleich. Wo laufe ich denn hin? Keine Ahnung, ich nehme auf jeden Fall Strom mit. Mach mal kurz hier einen kleinen Aufbau klar. Das kopiere ich mir. Dann kann ich den nämlich dann einfach zum Schluss reinsetzen. Und dann gucken wir mal, wie der so eskaliert. Wie viel Verbrauch haben die eigentlich? 150 Megawatt. Stark.
Oh, meine Robis. Jetzt kommt's. Hä? Wow. Ich dachte, das hier wäre seine Reichweite. Das Grüne ist seine fucking Reichweite. Ich hab keine Reparaturkits. Alter, das ist übel. Aber guck mal, was die an Strom durchhauen hier. Finde ich geil. Wie die persönliche Laserverteidigung abgeht. Hast du es gerade gesehen? Alter, der ist ja... Der ist ja reichweitentechnisch komplett overpowered. Und hier? Yeah. Das Nest ist weg da. Ja, es verschwindet. Cool. Cool. Gefällt mir. Ist halt ein bisschen hart, ne? Ich denke mal, so eine Verteidigungslinie bestehend aus den Lasertürmen. Da kommst du jetzt nicht so schnell rein. Ein gutes Dutzend auf der Base verteilen und kannst die Mauern abreißen. Ist halt echt so. Jetzt die Beißerkapseln. Wie sind denn die Beißerkapseln? Die hier? Ne, Anti-Schleim. Verlangsamungskapseln. Ablenker, Verteidiger, Verlangsamung. Anti-Beißer-Virus-Kapsel. Die hier, oder was? Giftkapsel. Immersidpulver. Salpetersäure und Biomethanol. Ah, müssen wir mal gucken. Das machen wir jetzt nicht. Aktuell sind wir noch Kommentare am Kommentieren. Du brauchst nur ein paar in den Ecken. Ich gucke mal. Ich lasse die erstmal weg. Ich muss nochmal überlegen, ob die nicht tatsächlich zu hart sind. So. Waldi schreibt, wenn du das nächste Mal dein Mainbus erweiterst, dann mach doch eine Blaupause von einer Viererreihe. Fließband geht schneller und wenn dir Fließbänder fehlen, geht es schneller, als wenn du immer zur Maschine läufst. Nur ein Tipp. Ähnlich wie Wesley. Ja, also. Okay. Und Waldi schreibt auch noch, automatisiere doch die Holzkisten. Nur ein Tipp. Ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst, Waldi, dass ich Holzkisten automatisieren müsste. Ich habe, glaube ich, noch nie in diesem Spiel Holzkisten benötigt, ja? Die ein, zwei Stück. Wir können es halt echt mal machen, ne? Es sind immer Holzkisten, die fehlen. So. Dann bauen wir mal Holzkisten. So, weiter geht's. Du, 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 du.
Fabian Schmidt schreibt, unter Folge 84, auch wenn du wahrscheinlich schon viel weiter gespielt hast, große Montagemaschinen mit viermal Produktivität und drumherum Effektverteiler mit Geschwindigkeit, kommt sehr gut. Darauf der Nikolai, klar kommt das gut, weil man nur maximal ein bis zwei Maschinen braucht, weil die hart geboostet sind im Herstelltempo, weit über 100 sein sollten. Ach, und ich glaube eher nicht, dass er Effektverteiler oder Effektverstärker benutzen wird. Doch werde ich, Nikolai, werde ich. Also irgendwann muss man ja mal anfangen mit den Dingern und the time is now. So, nächster Niklas schreibt, ja, heute ist der 31.07. Er hat die Folge vorproduziert, weil er im Urlaub war oder ist mit seiner Family. Jawohl. Mike schreibt unter Folge 84, die komplette Westenschmelz abreißen und je einen großen Schmelzofen mit viermal Produktivität und 16 Beacons drumherum mit Speed und den Ofen mit Beladern befüllen, dann kannst du mehrere blaue Bänder reinfüllen. Allgemein immer ein bis zwei große Maschinen mit 16 Beacons und gut ist. Mike, da liegst du auf jeden Fall nicht verkehrt. Das werden wir definitiv testen. Ich hatte mal im Discord ein Bild gepostet, das schreibe ich dir, Nikolai, ein Bild gepostet, wo ich eine Schmelze mit einem Herstelltempo 226,8 geboostet hatte. Das aber im ein Verbrauch von stolzen 60,2 Megawatt. Das ist natürlich, zwei grüne Bänder für den Impuls schneller als so manche andere Sache. Okay. Das war's, Freunde. Das war's. Das waren die Kommentare der letzten drei Wochen zu den Factorio-Folgen. Ja, ich würde sagen, weiter geht's mit dem Ende. Denn wir sind am Ende. Es hat tatsächlich zwei ganze Folgen gedauert. Wahnsinn. Wahnsinn. So, also wir werden auf jeden Fall als nächstes, weil das ist definitiv... das nächste, was wir brauchen. Alter, was? Ist ja alles vollgelaufen hier. Hier läuft was voll. Was ist hier los? Wir werden auf jeden Fall hier diese Geschichte upgraden. Das kommt weg, das kommt weg. Da kommen hier, das kommt auch weg. Das wird mit großen Maschinen gemacht. Verbesserte Schmelzöfen hier hin. Dicke Montagemaschinen hier hin und gib ihm. Und dann war's das. Wir haben doch auch große Chemiefabriken, ne? Macht schon Sinn, ne? Das jetzt auch mit Produktivität zu machen. Vor allem spart das auch Module, wenn ich überlege, die reiße ich alle ab hier und baue dafür drei Maschinen hin oder so. Schon gut. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss.